Das Wort hat nun die Kollegin Erika Steinbach. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Grundgesetz stellt in Artikel 6 Absatz 1 Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Die Ehe als allein der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenes Institut erfährt durch Artikel 6 Absatz 1 einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Schutz, so das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 19. Juni 2012. Der heute in einer Art Sturzgebot zur Abstimmung stehende Gesetzentwurf, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen, steht diesem Urteil diametral entgegen. Eine solche Debatte aus dem Handgelenk, das hat unser Grundgesetz und auch das Thema nicht verdient. In 38 Minuten heute. Insofern kann ich natürlich den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gut verstehen, wenn er sich über diese erzwungene Abstimmung empört. Allerdings zielt Volker Kauder mit seiner Kritik an der SPD auf den falschen Adressaten. Es war die Bundeskanzlerin und nicht die SPD-Fraktion, die mit ihrer wohlkalkulierten Einlassung, dass dies allein eine Frage des Gewissens sei, die Türen für die heutige überstürzte Entscheidung sperrangelweit geöffnet hat und sich auch noch als quasi neue Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion dazu hat hinreißen zu lassen, generös die Abstimmung freizugeben. Zudem auch noch entgegen dem eigenen, ja nach wie vor gültigen Grundsatzprogramm der CDU, denn darin steht zu lesen, die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau und deshalb steht die Ehe unter dem besonderen Schutz unseres Grundgesetzes. Daran sehe ich, Beschlüsse der CDU sind offenkundig nicht das Papier wert, auf dem sie stehen. Insgesamt ist der heutige Vorgang an Peinlichkeit so kaum zu überbieten. Unberechenbarkeit und Beliebigkeit erschüttern immer Grundfesten unserer Demokratie. Ich werde diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil er dem Grundgesetz widerspricht und auch meiner persönlichen Überzeugung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 27 Jahren im Deutschen Bundestag ist das heute meine letzte Rede. Es waren intensive Jahre. Danke für den Beitrag. Es waren intensive Jahre, die ich nicht missen möchte, insbesondere meine erste Legislaturperiode im auch erstmals gesamtdeutschen Bundestag mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Das war eine singuläre historische Lebenserfahrung. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen des Hauses für eine konstruktive, teils harmonische, teils kontroverse, zumeist respektvolle Zusammenarbeit. Und vom neuen Bundestag erhoffe ich, dass er seine Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung verantwortungsvoller wahrnimmt, als es in den letzten Jahren geschehen ist. Wir haben keine Kanzlerdemokratie, wir haben eine parlamentarische Demokratie. Und unsere parlamentarische Demokratie bedarf dringend der Wachsamkeit. Dankeschön. Frau Kollegin, ich möchte eine Bemerkung in Ihrer Rede doch zum Anlass für eine Klarstellung nehmen. Nach unserer Verfassung entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu jedem einzelnen, Sie haben jetzt nicht nochmal das Wort, ich habe jetzt nicht die Absicht, mit Ihnen eine Debatte zu führen, entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu welchem beliebigen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages verhält. Dazu bedarf es keiner Freigabe, weder durch Fraktionen noch durch Parteien. Und auch für die viel strapazierte Frage, was denn eine Gewissensentscheidung sei, gibt es eine einzige
zuständige Instanz. Und das ist der jeweils einzelne Abgeordnete. Es wäre schön, wenn das für die Zukunft unmissverständlich deutlich würde.